Also, ich möchte ein bisschen was dazu erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, darüber zu G20 zu fahren. Also, was hat mich überhaupt bewogen, an den Protesten teilzunehmen? Und wie bin ich auch darauf gekommen, zu podcasten? Ich habe nämlich lange Zeit gedacht, dass Podcast nicht ein gutes Medium ist, um über sowas Schnelles wie verschiedene Proteste zu berichten, weil mir halt auch schon vorher klar war, dass natürlich viel passieren wird die Woche über. Worüber wir nicht reden müssen, ist Polizeigewalt, denn wie wir alle wissen, hat es die nicht gegeben auf dem G20. Olaf Scholz hat das gesagt, das ist der regierende Bürgermeister der Stadt Hamburg. Links daneben seht ihr Andi Grote, das ist der Innen- und Sportsenator der Stadt Hamburg. Und unten ist Hartmut Dudde, das ist der leitende Polizeidirektor in Hamburg und der hatte auch die Einsatzleitung in Hamburg für den ganzen Einsatz der Polizei. Für mich war 2016 politisch sowieso ein interessantes Jahr. Es war zu beobachten, dass die AfD in Umfragen immer mehr Prozente bekam. Irgendwann lagen sie so um die 20%. Ich saß irgendwann Freitagnacht zu Hause und konnte auf Twitter beobachten, wie in der Türkei ein Putsch stattfand. Und was dann irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war tatsächlich die Trump-Wahl im November 2016. Ich weiß gar nicht mehr so genau warum, aber ab da stand da für mich fest, ich werde auf jeden Fall zum G20 fahren. Und dachte, gut, du fährst Freitag zu den Demos und sonntags wieder nach Hause. Im Mai fand dann in Berlin der G23 statt. Das war so ein Vernetzungstreffen. Und da bin ich dann zum ersten Mal auf die 1000 Gestalten und auf das hedonistische Bündnis Alles Allen aufmerksam geworden. Und die 1000 Gestalten ist, sollte eine Performance zum G20 sein, was künstlerisch umsetzen sollte oder künstlerisch eine Kritik an den G20 äußern sollte. Und jeder, der mich ein bisschen kennt und weiß, dass ich kunstaffin bin, kann sich natürlich denken, dass mich das total gefixt hat. Also ich habe gedacht, wie geil, mal was völlig anderes, als nur über die Straße zu laufen, sondern das mit Kunst zu verbinden. Wollte die auch gerne unterstützen und sagte, gut, dann fährst du halt nicht erst Freitag, sondern schon Mittwoch nach Hamburg. Um die gleiche Zeit habe ich dann ungefähr vom FCMC erfahren, das Alternative Medienzentrum, und wusste, dass also eventuell auch die Infrastruktur da wäre, um einen Podcast zu machen. Und so langsam habe ich darüber nachgedacht, vielleicht könntest du ja mal einen Podcast zum G20 machen. Am 17.06. dann fand in Berlin eine Gegendemonstration statt, und zwar von den Identitären. Die sind durch Spandau gelaufen, beziehungsweise sie wollten laufen und sind dann nicht so weit gekommen, weil es breite Gegenproteste gab, und da bin ich zum ersten Mal auf was gestoßen, was ich überhaupt nicht kannte. Ich war bisher nicht auf vielen Demonstrationen, zum Beispiel Demosanitäter. Ich habe in meinem Leben noch nie Demosanitäter wirklich wahrgenommen. Ich wusste gar nicht, was die machen. Oder auch Polizisten in voller Montur mit Helm und Visier runter, die Leuten hinterherlaufen, die versuchen, für eine Sitzblockade auszubrechen. Das kannte ich alles nicht. Und jetzt dachte ich, scheiße, du willst jetzt zu diesem G20 fahren und hast überhaupt keine Ahnung. Und wie so oft, wenn ich Dinge nicht weiß, kommt so dieser Moment, wo ich denke, das Thema interessiert mich, warum nicht darüber podcasten? Mir war eh klar, dass ich mich darüber informieren muss, wie ich mich verhalten sollte, und dachte, vielleicht interessiert das auch noch andere Leute, vielleicht gibt es auch noch andere Menschen, die noch nie auf so einem Event wie so einem Gipfel waren. Also habe ich mir überlegt, was könnte mich interessieren und was könnte andere interessieren und in was für ein Format gieße ich das? Und habe mich dann dazu entschieden, einmal so ein Demo einmal eins zu machen, also mir Themen rauszupicken, wo ich mit Leuten, die Ahnung darüber haben, sprechen kann. Und zum anderen auch meine Erlebnisse zu verpodcasten, also das Ganze in zwei Blöcke zu teilen. Jetzt war schon der 17.06., am 2. Juli wollte ich nach Hamburg fahren, es war jetzt eine gute Woche, die ich dort verbringen wollte, und musste mir relativ schnell 4 Themen überlegen und ich musste auch relativ schnell Leute finden, die auch mit mir darüber sprechen wollen. Ich habe mich dann für die Themen entschieden: Demorechte, IMSI-Catcher, Funkzellenabfrage, Erste Hilfe auf einer Demo und Videoüberwachung. Hab dann im Sendegate auch angefragt und da auch zwei Leute gefunden, einmal Nestor und Kassette, dann über Twitter, die gesagt haben, ja, wir helfen dir, wir unterstützen dich. Und Falk Gabsch und Jan Gierlich vom Chaos Computer Club, die mir dann auch nochmal geholfen haben, zu den technischen Themen ein bisschen was zu machen. In Berlin hatte ich dann schon zwei Interviews vorbereitet und habe gedacht, cool, du hast schon zwei vorbereitet. Am 2. Juli bin ich nach Hamburg gefahren, habe da das Interview mit Kassette aufgenommen. Und der Termin mit Jan stand jetzt auch schon fest und ich dachte, cool, jetzt hast du ja mega viel Zeit und kannst ganz entspannt bei den Demos mitlaufen und bist super vorbereitet. Und damit kommen wir eigentlich schon zu der allerersten Fehleinschätzung. Ich habe nämlich völlig außer Acht gelassen, wie anstrengend das ist, was für äußere Eindrücke da auf einen einprasseln.
dass ständige Polizeipräsenz über eine Woche wirklich an den Nerven zehren kann und dass vielleicht mein eigener Anspruch auch ein bisschen hoch ist. Also ich wollte immer noch Kapitelmarken zum Beispiel machen. Mir war es wichtig, dass ich den Demo-Teil, also diesen das Demo einmal eins und meine Eindrücke, die ich erzählen wollte, immer noch voneinander getrennt sind, dass die Zuhörenden sich entscheiden können, will ich jetzt nur diesen Teil hören oder will ich mich erstmal nur informieren, wie auf einer Demo Erste Hilfe aussehen könnte. Der größte Kritikpunkt an Podcasts und warum ich so lange überlegt habe, nicht zu podcasten, war Behäbigkeit. Ich habe gedacht, Podcasts sind zu behäbig, um sowas wie den G20 nochmal abzubilden. Und muss im Nachhinein sagen, dass ich echt froh bin, dass ich diese Behäbigkeit hatte, die ich auch nutzen konnte. Ich musste nirgendwo hingehen, um über irgendwas möglichst zu berichten. Und jetzt muss ich mal was trinken. Also ich musste nicht in die Schanze reinrennen, während die Barrikaden brennen, um das dann in meinem Podcast zu verwursten. Ich konnte immer wieder einen Schritt zurückgehen und rausgehen aus den Aktionen und sagen, ich setze mich wieder ans Millerntor-Stadion und podcast in Ruhe. Ich konnte auch total zugeben, dass ich subjektiv bin. Ich musste nie sagen, hier, ich bin jetzt ein objektives Medium und guck mir das mal von außen an. Und das hört man auch. Also jeder, der die Folgen gehört hat, wird ungefähr einen Eindruck davon bekommen, wo ich stehe. Ich war auch völlig unabhängig in meinen Entscheidungen, worüber ich spreche. Ich habe mich zum Beispiel bewusst dagegen entschieden, über die brennenden Autos, Freitagmorgen und über den entglasten IKEA zu sprechen. Das war eine bewusste Entscheidung. Zum einen war ich nicht da und zum anderen gab es eh genug Leute, die das schon verwurstet haben. Man konnte dann ziemlich gut beobachten, wie sich die Schlagzeilen änderten. Von Sonntag, als in Entenwerder die ersten Camps geräumt worden sind, bis Donnerstag zur Welcome to Hell-Demo, waren sich eigentlich alle einig darüber, dass die Polizei ziemlich aggressiv mit den Demonstranten umgeht. Als dann am Freitag die ersten Autos brannten, änderte sich das. Und ganz extrem änderte sich das natürlich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, was passiert, wenn man sich einfach nur auf die Twitterei von Polizeikanälen verlässt. Das ist ein Tweet von Samstagmorgen um 0.42 Uhr hat die Polizei getwittert. Es gab Hinweise darauf, dass Straftätern Angriffe mit Molotow-Cocktails, Zwillen und Wurfgegenständen vorbereiten. Der Tweet wurde aufgegriffen. Es gab in der Nacht noch einige Tweets von der Polizei. Man wurde zum Beispiel in Großbuchstaben angeschrien, man soll die Schanze verlassen. Journalisten wurden aufgefordert, nicht mehr zu filmen. Und ich habe jetzt mal das Beispiel rausgenommen, weil es immer noch weitergeht. Also die Polizei twitterte jetzt, es gibt Molotow-Cocktails und alle Online-Dienste schnappten diese Meldung auf. Und das ist jetzt ein Tweet, das ist keine Presseerklärung, das ist keine Pressemitteilung, das ist ein Tweet, den jeder andere zu jeder Zeit macht. Nur ist das ein Polizeikanal, das ist ein, ja, dem folgen Hunderte, Tausende von Leute und jeder sieht das und verteilt es weiter, ohne es zu hinterfragen. Ich habe gar keinen Podcast mehr nach den Ausschreitungen in der Schanze gemacht, weil mir am Ende auch ein bisschen die Puste ausgegangen ist, muss ich zugeben. Es gab dann die erste Pressekonferenz am Sonntag, am 9.7. von der Polizei, in der sie das auch wieder sagten, es gibt Molotow-Cocktails und es wurde Videomaterial veröffentlicht. Bereits am Sonntag dann aber ploppte in meiner Timeline ein Tweet von Hannes Kling auf, bei dem er das Videomaterial nochmal auseinanderpflückte. Ihr seht jetzt nur einen kleinen Ausschnitt davon. Und er hat dann gesagt, er geht nicht davon aus, dass es Molotow-Cocktails sind. Und es dauerte dann tatsächlich noch vier Tage, bis die erste Zeitung schrieb, es gibt Zweifel daran, dass Molotow-Cocktails in der Schanze eingesetzt worden sind. Und das war die Hamburger Morgenpost. Bis dahin stand diese Schlagzeile, Molotow-Cocktails und schwere Angriffe auf die Polizei. Ich habe jetzt die Tage, jetzt bevor ich meinen Talk vorbereitet habe, noch mal ein bisschen mir die Twitterei der Polizei angeguckt. Und bin dann auf einen Tweet gestoßen vom 9. Oktober. Auch am 9. Oktober schreibt die Polizei immer noch, es gibt zwar Zweifel an unserer Darstellung, aber Molotow-Cocktails gab es. Und auf uns wurden Molotow-Cocktails geschmissen. Das ist deshalb so absurd, weil am 6. Oktober Spiegel geschrieben hat über eine kleine Anfrage von Christiane Schneider von der Fraktion der Linken,
wo die kleine Anfrage damit beantwortet wird, dass es keine Hinweise auf die Molotow-Cocktails gibt. Das heißt, die Polizei twittert trotzdem weiter. Jetzt wird zwar nicht mehr so ungefragt übernommen, aber es gibt immer noch Leute, die das weiter retweeten. Und wer ein bisschen Lust hat, sich mal anzugucken, wie die Leute so ticken, kann sich ja mal die Kommentare dazu angucken. Von man sollte die Leute abknallen und SEK grundsätzlich bei Demonstrationen einsetzen, findet man da eigentlich alles. Demos und ihre Teilnehmerinnen. Natürlich ist es wichtig, dass Demos dokumentiert werden. Das sieht man gerade bei der Demo Welcome to Hell, wo die Polizei ja ziemlich massiv reingegangen ist und die Demonstranten teilweise gar keine Chance mehr hatten. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, außerhalb der Geschehnisse aufzunehmen. Das heißt, ich habe auch nicht innerhalb von Demonstrationen aufgenommen. Ich konnte dadurch Ruhe finden und immer auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Und ich mache mittlerweile auch keine Fotos und keine Videos mehr. Erstmal bin ich keine Journalistin. Und zum Zweiten, selbst wenn ich die Fotos nicht veröffentliche und nur für mich zu dokumentarischen Zwecken irgendwie nochmal was nachgucken will, die Fotos sind auf meinem Smartphone. Und ich weiß nicht, was damit passiert. Also es sind Leuten teilweise bei den Demonstrationen auch die Handys abgenommen worden. Und wo es ganz schwierig wird, ist natürlich, wenn man Livestream anbietet. Es gibt auch gerade für so, wenn man denn Riot-Porn gerne sehen möchte, und viele scheinen es ja zu mögen, Kanäle, die sich da drum kümmern und das auch professionell machen. Also die dann reingehen. Und das ist auch eine wichtige Arbeit, aber ich für mich habe entschieden, dass ich das nicht will. Also ich will nicht Leute in Gefahr bringen durch Fotos oder Videomaterial und auch nicht dadurch, dass ich irgendwelche Namen nenne. Es hätte so vieles gegeben, worüber man auch hätte berichten können und auch gerade nach den Ausschreitungen. Bis Donnerstag bzw. bis Freitagmorgen war ja die waren noch die Medien auch noch auf vielen anderen Demonstrationen dabei und haben auch positiv darüber berichtet. Das war aber ja nach den Ausschreitungen am Freitag komplett vorbei und das blieb auch in vielen Berichterstattungen außen vor. Alles, was nicht brannte, fand plötzlich einfach nicht mehr statt und hatte auch seine Legitimation verloren. Also niemand wollte mehr darüber berichten, was man sonst noch hätte sehen können. Und deswegen habe ich mich auch diesmal bewusst entschieden, wieder nur Bilder mitzubringen, wo nichts brennt. Ihr seht jetzt einmal oben rechts die 1000 Gestalten nochmal, das war die Performance-Aktion. Links daneben war die Nachttanzdemo Lieber tanze ich als G20. Das war eine unglaublich tolle Veranstaltung. Da waren zum Beispiel Kinder, die aus dem dritten Stock oben Wasserbomben auf die Demonstranten oder auf die Raver geworfen haben und Erwachsene, die mit so selbst gebastelten Schildern dann dagegen gekämpft haben. Es gab Konfetti. Unten das Bild mit der Barrikade. Da musste ich sehr lachen, als ich das gesehen habe. Das war Freitag an den Landungsbrücken. Und ich fand, das war so der deutscheste Barrikadenbau, den man sich vorstellen kann. Also Hamburger Gitter schön auf die Straße gezogen und dann schön die Palmen dazwischen. Und unten links daneben, da bin ich mir nicht ganz sicher, von wann das ist, aber das könnte von Color the Red Zone sein. Da sind dann 5 morgens Leute losgegangen und wollten gerne in die rote Zone reinkommen und die Protokollstrecken besetzen. Und es hätte auch noch viel mehr gegeben, was man hätte erzählen könnte. Das passt gar nicht alles da drauf. Es gab zum Beispiel einen Alternativgipfel. Es gab Freitag den Bildungsstreik. Freitag gab es von Greenpeace eine Aktion auf der Elbe, die in der Presse überhaupt fast gar nicht mehr stattgefunden hat. Es gab Schlümpfe, ein Megafonchor. Es gab einen unglaublich breiten, friedlichen und bunten Protest, über den man jetzt im Nachhinein eigentlich so gut wie gar nicht mehr spricht. Was hätte ich eigentlich erwartet nach dem G20? Ich war jetzt eine Woche da, habe unglaublich viel erlebt und hatte auch eine unglaublich gute Zeit. Also natürlich ist es stressig, wenn man so Freitag, Samstag nur noch die Helikopter über seinem Kopf hat. Aber ich habe auch unglaublich viel Spaß dabei gehabt. Was hätte ich denn jetzt erwartet, wie jetzt nach dem G20 eigentlich weitergehen sollen? Ich hätte erwartet, dass man zumindest mal über die Polizeigewalt weiter diskutiert. Das findet zwar statt, aber ist jetzt nicht so das größte Thema im Moment. Es gab in der Nacht von Freitag auf Samstag Ausschreitungen, die lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Ich hätte mir aber mal gewünscht, dass nicht immer darüber gesprochen wird, was ist passiert, sondern dass man sich mal Gedanken darüber macht, wer war da überhaupt in der Schanze unterwegs,
Wer hat Freitagmorgen die Autos angezündet und warum zum Beispiel hat man sich ausgerechnet für diesen IKEA entschieden? Also sind die jetzt einfach da runtergefallen und haben gesagt, oh, ein IKEA, da schmeißen jetzt die Scheiben ein? Oder war es eine bewusste Entscheidung, sich ausgerechnet für dieses Gebäude zu entscheiden? Ich hätte es auch wichtig gefunden, dass man die Ausschreitung nicht von den Protesten der Tage davor loslöst. Dadurch, dass man über die anderen Proteste gar nicht mehr spricht und nicht mehr über die Polizeigewalt, also in einer breiten Öffentlichkeit, könnte ja der Eindruck entstehen, dass die Leute plötzlich irgendwie alle aggressiv geworden sind und deswegen in die Schanze reingelaufen sind. Genauso hätte man auch weiter muss aufgearbeitet werden, warum die Polizei so lange nicht in die Schanze gegangen ist. 2 bis 3 Stunden war die Polizei nämlich so gut wie nicht zu sehen. Nach dem G20 ging es natürlich auch noch ein bisschen weiter. Autos wurden betrauert. Jeder sollte sich plötzlich von irgendwas distanzieren. In Nordrhein-Westfalen wurde die Kennzeichnungspflicht für Polizisten wieder abgeschafft. Bei einer Demo in Wurzen wurde vorsorglich sofort das SEK zum Einsatz gebracht. Links unten in die Media wurde verboten. Es gab Forderungen von Schließungen von linken Zentren. Das betrifft hauptsächlich im Moment die Rote Flora. Ich komme Sonntagabend nach Hause, muss Montagmorgen wieder arbeiten. Und das Erste, was ich sehe, ist eine Bildschlagzeile mit einem Foto von einem Demonstranten oder einem Steinewerfer und die Bild-Zeitung sucht unverpixelt nach dem. Thomas de Maizière fand das übrigens auch ziemlich in Ordnung. Es gibt weitere Forderungen nach Verschärfung des Demonstrationsrechts und es finden auch weitere Prozesse statt. Der erste Prozess hat ziemlich für Aufsehen gesorgt. Da ist ein 21-jähriger Niederländer ohne Vorstrafen. Das ist jetzt nicht der junge Mann da oben. Ein 21-jähriger Niederländer zu 2 Jahren und 7 Monate Haft verurteilt worden für 2 vermeintliche Flaschenwürfe. Man geht aber jetzt wahrscheinlich nochmal in Revision. Es gab Gewalt gegen Demonstranten und Journalisten. Es gab 32 nachträglich entzogene Akkreditierungen von Journalistinnen. Darunter sind 11 Fotojournalisten, die jetzt gerade auch eine Ausstellung in Berlin machen. Wer da Interesse hat, kann sich das gerne mal angucken. Es gab eine rechtswidrige Ingewahrsamnahme von 44 Mitgliedern der sozialistischen Jugendorganisation der Falken. Da ist die Polizei bzw. die Stadt Hamburg jetzt aber schon zum Schmerzensgeld von 150.000 Euro verurteilt worden. Das ist also anerkannt. Der junge Mann, den ihr da oben seht, das ist Fabio Vitorell. Jetzt sieht er mittlerweile ein bisschen anders aus. Er hat sich im Gefängnis die Haare ganz kurz geschnitten. Der ist am Freitag, dem 7.7. aus einer Truppe, oder es war eine Truppe unterwegs, wo auch Vermummte mit dabei waren und ist jetzt verhaftet worden, ist 18 Jahre alt, hat keine Vorstrafen und er hat auch nichts aus der Demonstration oder aus diesem Zug raus auf die Polizisten geworfen und wird jetzt trotzdem seit über 3 Monaten in einem deutschen Gefängnis sitzt er momentan. Ja, das waren meine Erfahrungen zum G20-Podcasten zum G20 und danke fürs Zuhören. So, danke. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein paar Fragen dazu gibt. Vielleicht auch konkret noch zu dem Medienzentrum. Würde mich auch noch mal interessieren. Wenn noch keine Frage da ist, frage ich einfach mal, wie du das dort erlebt hast und was sich da für eine alternative Medienwelt abgespielt hat. Also das FCMC bzw. die Leute, die sich da zusammengeschlossen haben, die treffen sich im Moment auch alle noch mehr oder weniger regelmäßig. Es war natürlich erstmal ein Geschenk, die Infrastruktur zu haben, also zu wissen, ich kann irgendwo hingehen, meinen Laptop anschließen und meinen Podcast veröffentlichen. Das andere ist, es war auch toll, einen Rückzugsraum zu haben, also ans Millantor-Stadion zu gehen und zu sagen, ich ziehe mich jetzt mal für eine halbe Stunde zurück, schreibe meine Shownotes, meinen Text und kann mich auch mal eine halbe Stunde hinsetzen und durchatmen. Ich habe so eine Situation noch nicht erlebt und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie ätzend das ist, ich habe keine Demonstration oder keine Aktion bis auf die 1000 Gestalten erlebt, wo nicht irgendwo ein Wasserwerfer oder Hundertschaften rumstanden. Also es war von Anfang an mega
ätzend und da war natürlich das FCMC ein großes Geschenk. Und natürlich auch, um Leute zu treffen, die Videomaterial gesammelt haben und Fotos gemacht haben, sich vielleicht auch nochmal Bilder anzugucken, die jetzt gar nicht so veröffentlicht werden, sondern um einfach nochmal einen Eindruck von anderen Ecken zu bekommen. Also das FCMC hat da schon sehr geholfen. Ich habe mich immer so vorgedrängelt mit einer Frage, weil ich auch in Hamburg war und da lebe und diesen Eindruck der Dauerbelastung nochmal bestätigen wollte. So. Also sehr anstrengend. Ich habe mal noch eine Frage und zwar, du hast es so ein bisschen angedeutet, was kann denn Podcasting im Kontext von so Demo-Berichterstattung vielleicht auch leisten, was eben dann der professionelle Journalismus, der sehr schnell und in so einer Dynamik und in so einer Spirale drinsteckt, vielleicht eben nicht kann. Ich finde, das hat sich schon so schön gezeigt, dass du sagst, einfach mal weggehen vom Geschehen und vielleicht ist auch dieses Audio nochmal was Besonderes. Hast du da vielleicht so ein paar Sachen? Also ich habe auf dem Weg jetzt, als ich hingefahren bin, nochmal die Folge Logbuch Netzpolitik mit John F. Nebel zum Beispiel gehört. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie gut das auch tut, was auf den Ohren zu haben, was so Eindrücke bestätigt. Also das ist so eins, das Podcast natürlich total persönlich ist. John muss auch an mehreren Ecken, müssen wir uns eventuell aneinander vorbeigelaufen sein und erzählte dann von Situationen, die ich auch erlebt habe, aber kaum einschätzen konnte. Weil man natürlich irgendwann in so einer Dauerbelastung drin ist und das Gefühl hat, man empfindet auf einmal alles als gefährlich. Und wenn man dann jemanden hat wie John F. Nebel, der sehr demoerfahren ist, Dinge nochmal selber bestätigt, das hat mir unglaublich gut getan. Und natürlich dadurch, dass man so ein etwas langsameres Medium hat, fällt man gar nicht so in diesen Wunsch hinein, der Erste zu sein. Also ich bin auch unabhängig, ich muss nicht möglichst schnell meinen Podcast veröffentlichen, muss die möglichst größte Schlagzeile irgendwie in mein Audio packen und kann dann auch in Ruhe nochmal Dinge nachlesen und gucken, stimmt das denn jetzt, was sie da geschrieben haben. Natürlich passieren da auch Fehler, manchmal verlässt man sich vielleicht auch auf eine Quelle, die nicht richtig ist. Es passiert allen, das ist auch okay. Aber ich finde nicht, dass sowas passieren darf wie mit den Molotow-Cocktails. Also, dass Journalisten das einfach ungefragt so einen Tweet aufnehmen. Aber es ist, ja, ist vielleicht auch unsere heutige Zeit. Ich weiß es nicht. Was hast du denn noch für ein Feedback bekommen auf deine Folgen und würdest du sagen, es ist dann eher noch ein Vorteil, dass Podcasting dann noch so ein bisschen unterm Radar fliegt und dass einem da vielleicht dann nicht die Sendelizenz nachträglich noch entzogen wird? Also was waren jetzt so deine persönlichen Erfahrungen? Also erstmal war ich ja nicht offiziell akkreditiert. Also ich war zwar am FCMC akkreditiert, aber es war halt schon von vornherein klar, dass viele Aktivisten da auch unterwegs sind und dass man dann vielleicht nicht alles bejubelt, was die Polizei macht. Ich weiß gar nicht, ob man so unterm Radar fliegt. Ich habe nicht viel Feedback bekommen, muss aber sagen, so, also ich habe jetzt eh nicht die mega höhere Zahlen. Ich habe jetzt kurz vorher nochmal nachgeguckt, die sind so 600 bis 800 Mal abgerufen worden, die Folgen. Hab da wenig Feedback bekommen. Worauf mehr Feedback gekommen ist, ist auf die Lauschpott-Folge, die wir dann am Samstag noch gemacht haben. Das sind halt, saßen halt drei Leute am Tisch, die alle unterschiedliche politische Prägungen haben, alle unterschiedlich viel Demo-Erfahrung haben. Und da kam dann schon das Feedback zurück, dass es auch mal spannend war, nochmal von jemandem zu hören, wie es ist, der überhaupt keine Erfahrung bei solchen Demonstrationen hat. Aber ansonsten gab es ziemlich wenig Feedback. So, sonst jemand? Da hinten. Also G20 ist ja zum Glück nicht jedes Jahr, aber hast du denn irgendwie Pläne, das vielleicht auch nochmal zu machen in der Form? Oder vielleicht auch, hast du die Erfahrung gemacht, dass man das vielleicht besser in einem Team hätte machen sollen? Was sind so deine Planungen? Also erstmal ist der G20 jedes Jahr, der findet nächstes Jahr in Argentinien nicht statt. Nicht in Deutschland, meinte ich. Also ja. Ja, nächstes Jahr ist er in Argentinien und ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich da hinfahren soll. Ja, es gibt Pläne, weiter einen neuen Podcast aufzuziehen mit den Jungs vom Lauschpott, mit Sebastian und Thomas. Die wohnen in Hamburg, ich wohne in Berlin. Da hat man schon zwei Städte, die relativ demofreundlich sind. Und wir überlegen uns da gerade so ein Konzept, wie wir es machen könnten. Aber es ist halt jetzt noch nicht so spruchreif, als dass ich das hier hätte zeigen können. Aber es kann natürlich sein, je nachdem, wie die politische Lage sich weiter verändert, dass es natürlich auch immer wichtiger wird, solche Demonstrationen auch zu begleiten. Also das sehen wir auch, dass es schon auch wichtig ist, dabei zu sein und da auch drüber zu sprechen. Hinter dir ist noch eine Frage. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, also du warst jetzt praktisch mehr im Bereich der Demonstranten,
Aber wenn du jetzt theoretisch gesehen die Möglichkeit hättest, die Polizei zu begleiten durch diese Tage, würdest du das machen? Nein, warum? Ich würde die Polizei nicht begleiten. Möchte ich nicht. Also ich möchte gerne, die Polizei kriegt genug Berichterstattung. Also man hat es ja gesehen, dass nach der Welcome to Hell-Demo es so viele Meldungen darüber gab, wie gut die Polizei gearbeitet hat. Das endete ja am 9. sogar darin, dass es ein Danke-Polizei gab. Also es wurde kaum noch hinterfragt. Nicht von allen, und das veränderte sich dann auch wieder, aber die Polizei kriegt genug Medienberichterstattung. Und auch durch so einen Bürgermeister wie Olaf Scholz, der dann sagt, die Polizei hat alles richtig gemacht und die Straftäter müssen hart bestraft werden. Das hat er ja mehrfach gesagt. Also ich möchte die Polizei nicht begleiten. Ich wollte nur fragen, inwiefern hat es Kooperationen gegeben mit FSK, also mit dem Freien Senderkombinat, wo ja Berichterstattung auch gelaufen ist. Das heißt, es war ja schon audiomäßig andere Berichterstattung auch da. Ist es in dem Zentrum irgendwie da zusammengeflossen oder? Nee, ist es leider nicht. Also ich habe jetzt vom FSK, ich weiß, dass es FSK gesendet hat. Das anarchistische Radio Berlin war, glaube ich, auch unterwegs. Das sind aber halt Podcasts, die noch weiter weg sind hier von dieser, ich sag jetzt mal, ganzen Filterblase. Und ich habe von denen selber keine kennengelernt jetzt da, obwohl ich mitbekommen habe, dass das Freie Senderkombinat da auch ganz aktiv war und auch jeden Tag gute Berichte gemacht hat. Ich wollte mal auf die Polizei zurückkommen. Ich kann das total verstehen, weil die sind das unterste Glied in der Kette und das ausführende Organ. Aber ich hätte schon mal Bock reinzuschnüffeln, wie das entschieden wird. Da wirst du nie drankommen, aber das fände ich den interessanteren Angang zu gucken. Wo wird entschieden, warum wird was entschieden? Und das zu hinterfragen, das finde ich durchaus wichtig und gut und das ist auch interessant. Aber ich glaube, bei der Polizei ist ja am Ende nichts zu holen, weil, also ne, die haben Anweisungen, die müssen sie ausführen. Das ist natürlich auch für die nicht angenehm, aber deswegen kann ich es an der Stelle verstehen. Also das Einzige, wo die Polizei ja sich öffentlich immer wieder hat hinreißen lassen, war ja die Äußerung, wir unterbinden Camps, weil wir wissen, da werden Straftäter sein. Also das war ja immer so der O-Ton. Von vornherein unterbinden wir alles, weil wir wissen, es wird auf jeden Fall zur Ausschreitung kommen. Und wahrscheinlich wäre es auch ohne das zur Ausschreitung gekommen. Ja, man kann sich mal andere Demonstrationen in europäischen Ländern angucken. Das ist eine Aktionsform, zu der es immer wieder kommt. So, nur noch eine Frage. Gibt es, oder hast du das mal so ein bisschen im Blick, gibt es mehrere Podcast-Folgen oder kann man das mal vielleicht irgendwo sammeln? Also man könnte ja auf Feed eine Kuration machen oder so. Ich habe eine Feed-Kuration gemacht und ein paar Podcasts gesammelt. Ja, da kann man mal drauf gucken. Also die Kuration gibt es, aber da sind jetzt gar nicht so viele Folgen zusammengekommen. Und auch gar nicht, das muss ich auch sagen, gar nicht immer unbedingt Leute, die auch meiner Meinung waren. Also ich habe dann schon gesagt, dann muss man einfach auch mal so die Bandbreite auch offen machen und sagen, gut, finde ich jetzt vielleicht nicht so gut, wie die sich dazu äußern, aber es gehört halt auch einfach mit dazu. Gut, dann sage ich vielen Dank, Daniela, für die Ausführung. Einen Applaus.